In diesem Video zeige ich euch alles, was ich im August geshoppt habe. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney August Haul. Ja, ihr sagt euch oder ihr fragt euch, der August ist doch noch gar nicht vorbei. Das stimmt, aber ich lade ja meine Hauls immer sonntags hoch und darauf das Wochenende, an dem Sonntag, kommt Disneyland Paris Content, weil wir sind ja vom 3. und 4. September in Disneyland und da wird natürlich ein neues Video kommen am Sonntag, ein neuer Vlog. Und deswegen dachte ich, schiebe ich den Haul einfach eine Woche vorher, weil danach wird es dann wieder zu spät und da kommt fast schon WDW-Content. Also wir fliegen ja erst am 24. Aber es gibt genug Content und deswegen dachte ich, ja, der Haul wird jetzt eine Woche früher online gestellt. Es ist ein bisschen was zusammengekommen, aber nicht allzu viel. Und auch der September-Haul, der wird wahrscheinlich dann während meiner Abwesenheit hochgeladen. Den muss ich aber natürlich vor WDW drehen. Ich habe schon einige Sachen bestellt. Das Paket, was gerade unterwegs ist von Shop Disney, würde tatsächlich jetzt noch in den August fallen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich musste das jetzt filmen und deswegen werden die Sachen dann im September-Haul gezeigt. Es passt auch besser, weil es hat was mit Halloween zu tun. Ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen, die ich diesen Monat gekauft habe. Wie gesagt, es ist nicht allzu viel und es ist diesmal wieder sehr klamottenlastig. Das heißt, sehr, sehr viele Try-Ons für mich gleich zu filmen. Ja, Try-Ons sind immer super anstrengend. Wenn draußen 35 Grad sind gefühlt, ist es noch anstrengender. Plus dieser Leuchter hinter mir, der auch noch einiges an Wärme abgibt. So, aber ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang und es geht los. Ja, es gab ja einen Monat, wo ich bei Shop Disney nichts bestellt habe. Jetzt ist es wieder so, dass ich wieder bei Shop Disney bestellt habe und nächsten Monat auf jeden Fall auch was dabei ist von Shop Disney. Hat sich nicht lang durchgehalten, aber es sind nur zwei Artikel von Shop Disney, deswegen kann ich ruhigen Gewissens euch die Sachen zeigen. Ich halte mich ja tatsächlich wirklich sehr zurück, gerade wegen Orlando. Und dazu wird es ja auch nochmal einen separaten Haul geben, einen kompletten Orlando-Haul. Und deswegen versuche ich mich wirklich jetzt zurückzuhalten und nur das zu kaufen, was mir wirklich gefällt. Unter anderem ist es Zero geworden. Ja, das ist eine Schulterpuppe oder Schulterkuscheltier, wie man es auch nennen kann. Gibt ja schon einige. Ich habe ja auch schon Forky, den habt ihr ja in meinen Walt Disney World Vlogs gesehen. Da habe ich ihn auch schon auf der Schulter getragen. Und ich dachte mir, Zero, der möchte unbedingt mit nach Orlando und es passt ja perfekt zur Halloween-Season, die ja dann schon startet. Und deswegen kommt er auf jeden Fall mit. Er hat 15,90 Euro gekostet und ich glaube, er ist wieder ausverkauft. Also diese Schulterpuppen sind ja so begehrt. Die sind immer ratzifatzi weg, ob im Disneyland Paris oder auch im Shop Disney. Also ja, da muss man tatsächlich... Oh, hier steht on-off. Was macht er denn? Er macht noch was? Leuchtet die Nase? Hier steht on-off. Habe ich gerade jetzt entdeckt. Was macht er denn? Muss er hier irgendwas noch ziehen? Moment, ich gucke mal. Also ich habe es nicht herausgefunden, was er macht. Wenn ihr den auch habt und wisst, was er macht, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ach doch, I light up steht hier. Vielleicht ist es zu hell, ich muss mal im Dunkeln gucken. Ich werde es mal später im Dunkeln testen und gucken, ob es wirklich funktioniert. Wäre ja noch geiler, wenn er noch leuchtet. Ja, das Prinzip von der Schulterpuppe, da ist ein Magnet hier dabei. Man macht den Magneten dann unter das Oberteil und dann sitzt er dann halt so auf der Schulter. Genau. Ja, der kommt auf jeden Fall mit nach Orlando. Und das zweite Teil, was ich mir bei Shop Disney gekauft habe, ist das Top hier. Das war nämlich im Sale. Ich weiß gar nicht, was es jetzt gekostet hat. Ist auch kein Preis mehr dran. Ich glaube nur noch so 10 Euro oder so. Ich packe euch den Link gerne noch in die Infobox, wenn es die Sache gibt. Aber wie gesagt, die Schulterpuppe ist, glaube ich, ausverkauft. Ja, also es gab noch das Top, finde ich super, zu einem Rock. Passt perfekt und ja, finde ich richtig cute. Das waren die zwei Sachen von Shop Disney. Dann habe ich eine Sache bei EMP mir bestellt, denn wir planen ja auch, in die Wasserparks zu gehen. In Orlando. Einmal natürlich in den Disney-Park. Es gibt ja eigentlich zwei Wasserparks von Disney
und einen noch von Universal, soweit ich weiß. Und zurzeit hat aber, glaube ich, nur Typhoon Lagoon offen und Blizzard Beach nicht. Aber das kann sich bis dann auch noch ändern. Aber irgendwie hat immer nur einer offen. Und wir haben uns dann gesagt, wenn der andere dann nicht offen hat, gehen wir einfach in den von Universal. Und dafür habe ich mir einen Badeanzug gekauft, also für den von Disney. Denn wir machen ja auch Fotos und ich filme ja auch. Und so ganz im Bikini würde ich mich, glaube ich, nicht wohlfühlen. Aber auch Badeanzüge, muss ich sagen, sind bei mir immer so eine Sache. Also ich mag meinen Bauch mag ich eigentlich, aber so meine Hüfte, da ist es halt, ne, jede Frau hat so seine Problemzone und bei mir ist es halt so die Hüfte. Und wenn ich einen Badeanzug anziehe, dann muss ich sagen, betont das diese Region irgendwie noch mehr. Klar, im Bikini sieht man das auch noch auffälliger, aber irgendwie finde ich es im Bikini nicht ganz so schlimm wie im Badeanzug. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich mir einen Badeanzug gekauft mit Röckchen. Den gab es nämlich bei EMP und das verdeckt super meine Problemzone. Also ich empfinde sie als Problemzone, das sieht ja dann auch jeder anders. Und ja, deswegen, den kann ich euch auch beruhigt jetzt hier im Try-On zeigen, weil ihr werdet mich damit auch im Wasserpark sehen. Und für Fotos werde ich wahrscheinlich dann, ich zähle jetzt auch fürs Try-On, wahrscheinlich noch so ein Kimono drüber, damit ich nicht ganz so nackt bin. Aber den finde ich richtig cool und der war auch im Sale bei EMP. Und ich habe tatsächlich in diesem Muster auch noch ein Kleid, aber ich weiß noch nicht, ob ich das dann mitnehme. Aber gefällt mir richtig gut und der kommt auf jeden Fall mit nach Orlando. Ich habe jetzt bei Shein auch schon einen zweiten Badeanzug gekauft für dann den zweiten Besuch im Wasserpark. Komplett schwarz, aber auch mit Röckchen. Ich glaube, die Badeanzüge haben es mir echt angetan, weil man ist direkt so angezogen und man, ne, man kann da trotzdem mit ins Wasser, aber verdeckt so meine Problemzone. Ja, genau. Finde ich richtig cool. Was er gekostet hat, muss ich mal gucken. Wie gesagt, er war im Sale. Genau, also er hat 21 Euro gekostet mit im Sale und dann noch mit Daniels Code Disney Parks and More. Bekommt er nochmal 15%. Ja, deswegen super, super Deal, super schöner Badeanzug, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mal wieder ein Paket von Pampling bekommen. Ja, lang ist es her, aber jetzt gab es ein neues Paket mit ganz, ganz neuen Sachen und ich freue mich, sie euch vorzustellen. Einige T-Shirts wieder dabei mit neuen Mustern und das erste ist dieses König der Löwen Shirt. So dezent und minimalistisch. Man erkennt es auch erst, wenn man es wirklich kennt, die Szene mit Simba, Timon und Pumba. Und es ist wirklich super schön. Ich trage übrigens in den ganzen T-Shirts den Ladies Cut. Also es gibt ja, wenn ihr da es online bestellt, gibt es ja Unisex. Das ist für Männer und für Frauen. Die fallen natürlich ein bisschen größer aus und auch nicht tailliert. Die Frauen-T-Shirts sind tatsächlich tailliert. Aber ich bestelle sie immer eine Nummer größer und die bestelle ich alle in XL. Also nur so als Hinweis. Das war das erste T-Shirt. Dann gab es ein Star Wars T-Shirt, was auch so ein bisschen versteckter ist. Man sieht so ein bisschen die Stormtrooper-Silhouette und hier die, ich glaube, es sind X-Wings und, weiß nicht, nicht gerade den Namen. Und hier unten ist auch nochmal ein Stormtrooper. Aber auch so, auch nicht auf den ersten Blick zu sehen, erst wenn man genauer hinguckt. Richtig cooles Star Wars Shirt. Vielleicht kommt es ja mit nach Galaxy's Edge. Ich weiß, habe ja noch nicht alle meine Outfits geplant für WDW. Aber dazu gibt es auf jeden Fall auch noch ein Video komplett, was ich einpacke und welche Outfits. Dann gab es ein Lilo und Stitch Shirt. Auch so süß, wie die beiden vor dem Mond sitzen, am Strand. Wie gesagt, alles in XL im Ladies Cut. Dann gab es ein Langarm-Shirt. Das ist tatsächlich Unisex und das habe ich in M bestellt. Weil, wie gesagt, Unisex ist auch für Männer und deswegen da bestelle ich tatsächlich eine Nummer kleiner. Ja, ist ein bisschen kompliziert bei den Größen, aber ich gebe euch deswegen den Hinweis. Aber Groot, perfekt für den Avengers Campus im Herbst. Kann man auch super schön zu einem braunen Rock anziehen. Und er hat diesen Nintendo-Controller. Echt mega süß. Und dasselbe Shirt, das ist ja so bei Pampling. Es gibt ein Design in mehreren Optionen. Also jetzt hier jetzt lang am Shirt, aber ich habe mir auch das T-Shirt bestellt. Und es gibt dann auch noch Handyhüllen und Notizbücher und. Das seht ihr dann im Prinzip, wenn ihr auf ein Design geht, seht ihr dann rechts die ganzen Optionen, mit was es das Design alles gibt. Ja, deswegen auch nochmal das T-Shirt, vielleicht eventuell für Epcot, für Guardians of the Galaxy oder halt auch jetzt auf dem Avengers Campus.
jetzt im Sommer anzuziehen. Also wie gesagt, mit einem braunen Rock sieht das bestimmt super schön aus. Und das letzte T-Shirt auch für den Avengers Campus. Ein Spidey-T-Shirt. Yay! So einem blauen oder roten Rock sieht das bestimmt auch richtig gut aus auf dem Avengers Campus. Eventuell kommt das tatsächlich auch schon im September mit für einige Fotosessions. Und ich finde es richtig schön. Das waren die Klamotten von Pampling. Es gibt aber noch ein paar mehr Sachen, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, es gibt Notizbücher. Und ich habe mir das Design ausgewählt. Das hat nichts so mit Disney zu tun. Aber da seht ihr den Lebkuchen von Shrek. Und den finde ich eigentlich auch richtig süß. Und ja. Also das Notizbuch, ist, ich glaube, ich habe mich für kariert entschieden. Dann gab es eine Handyhülle, denn endlich haben sie auch Handyhüllen für 13 Pro. Und ich habe ja ein iPhone 13 Pro und das natürlich musste es die Schöne und das Biest werden. Ihr seht's. Also, wenn das nicht meine Handyhülle ist, dann weiß ich auch nicht. Als größter Schöne und das Biest-Fan. Also wie gesagt, haben sie jetzt drei iPhone 13 Pro Hüllen. Und dann habe ich mir noch drei Stifte ausgesucht. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Das ist das, ich würde sagen, Coco-Design. Dazu habe ich ja schon den Rucksack. Dann habe ich mich für den Jack Skeleton Stift entschieden. Passend jetzt zu Halloween. Und das hier, sind da überhaupt welche, sind da Marvel-Charaktere drauf? Ah doch, da ist Captain Hook drauf und Loki, da seht ihr. Aber auch die Ghostbusters und so. Also es ist ein wilder Mix. Da ist Lotso. Ja. Also habe ich für die drei Stifte dann noch entschieden. Und mit meinem Code MoniMaus20 bekommt ihr ein paar Socken gratis. Ich habe jetzt schon ein paar Socken von denen. Die sind wirklich super bequem. Und ich habe mich diesmal jetzt für die Alice im Wunderland Socken entschieden. Mit der Teacups und den Karten. Und ja, so sehen die aus. Aber es gibt auch verschiedene Designs. Es gibt, also es gab mal Villains, Mandalorian und so. Also schaut da gerne mal vorbei bei den Socken. Einfach in den Warenkorb tun, meinen Code angeben und dann sind die Socken gratis. Ja, ich packe euch den Link von Pampling natürlich unten wieder in die Infobox. Viel Spaß beim Stöbern und beim Shoppen mit meinem Code. Ja, weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Disneyland Paris, obwohl das ja immer zum Schluss kommt. Aber ich dachte ja, wir waren jetzt ja im August einmal da, obwohl es ja nicht geplant war. Aber so ist das bei mir. Ich dachte, ich hätte nichts gekauft, aber das war doch ein Trugschluss, denn ich habe mir das Autogrammbuch gekauft. Das war, glaube ich, 11 oder 13 Euro, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das hat die Lotte mir nämlich gekauft und ich habe ja an dem Wochenende fleißig Autogramme gesammelt. Muss auch die Bilder dazu ausdrucken irgendwann mal. Und ja, das habe ich mir, das ist das Einzige, was ich mir im August im Disneyland Paris gekauft habe. Ich bin wirklich sehr stolz auf mich. Gut, wir haben auch viel Geld für Essen ausgegeben. Wir waren beim Character Plaza Gardens Character Dining abends und dann noch zum Frühstück. Und ja, das war nicht günstig. Im September wird es hoffentlich günstiger, denn wir haben eigentlich gar keine Zeit, irgendwo in Restaurants zu gehen. Wir wollen ja nämlich ganz, ganz viele Attraktionen fahren. So viel, wie es geht an einem Tag, weil meine beste Freundin Daria kommt ja mit. Und sie war das letzte Mal vor 12 oder 13 Jahren im Disneyland. Und sie ist nicht der größte Disney-Fan. Aber sie wurde dieses Jahr auch 30 und sie liebt Avengers und Marvel. Deswegen hat sie gesagt, ja, jetzt zum 30. Geburtstag und nach der Eröffnung vom Avengers Campus muss ich einmal mit euch mit. Und ja, es ist soweit. Sie will aber eigentlich nur Attraktionen fahren, so Charaktertreffen und Shows. Ist nicht so ganz für sie, aber wir haben sie schon gezwungen, Dream and Shine Brighter mindestens einmal am Tag zu sehen, weil für Brina und mich wird das letzte Mal sein, bevor Orlando. Und dann ist es erst im Januar wieder die Show. Und natürlich müsst ihr auch die Light und Illuminations mit ihr gucken. Das andere darf sie natürlich dann frei entscheiden. Aber wir werden es, ich werde natürlich ein Video machen, wie viele Attraktionen wir pro Tag schaffen. Aber ich denke mal, mittags wird es schon ein bisschen Zeit sein. Dann werden wir vielleicht die ein oder andere Show noch gucken, so Lion King oder so. Aber ich bin sehr gespannt, mit einem Newbie im Prinzip oder einem, also aus ihrer Sicht das alles nochmal zu sehen, wird auch mal sehr interessant. Ja, mal gucken, ob ich da was kaufe. Wenn es nichts Neues an Merch gab, wahrscheinlich nicht. Ja, so viel schon wieder zum Disneyland gelabert. Aber schaltet auf jeden Fall ein nächstes Wochenende. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, damit ihr auch die Videos vom Disneyland nicht verpasst. Die sind immer super witzig. Wir sind auf der Davy Crockett Ranch und da werden bestimmt auch noch einige Videos davon folgen. Ja, machen wir weiter mit Rossmann. Da gab es neuen Schmuck. Und zwar meine Freundin, die Daria, war im Rossmann und hat sie mir mitgebracht.
Haben 7 Euro gekostet jeweils. Einmal mit Donald und einmal mit Daisy. Ja, richtig süß, süß für Bounce oder themenbezogene Outfits. Ja, das war das. Und jetzt kommen wir zur letzten Bestellung, die aus Amerika kam. Ich habe bei fun.com bestellt. Ich habe den Link auch schon mal bei Instagram jetzt gepostet, wo ich das Kleid anhatte. Am Wochenende im Disneyland haben einige gefragt, wo ich das Kleid her habe. Das habe ich von fun.com. Es ist eine amerikanische Seite, aber einiges kann man auch nach Deutschland schicken lassen. Das Gute ist, man sieht direkt, was es kosten wird, Versand und auch Steuern. Das heißt, ihr zahlt die Steuern direkt bei der Bestellung und habt nicht mehr irgendwie, oh, habe ich jetzt noch Zollgebühren oder wie viele Zollgebühren kommen noch auf mich zu? Da seht ihr alles im Überblick und habt direkt alles in der Bestellung. Die haben auch super viele Loungeflies, Taschen, Rucksäcke, aber auch Outfits. Und ich habe mir 2 ausgesucht. Und zwar einmal, das habe ich schon lange geliebäugelt mit dem Kleid, das Mini-Kleid, was ich ja auch morgens am Samstag im Disneyland Paris anhatte. Das ist vom Schnitt her wie das Schön- und das Biest-Kleid, was ich schon habe. Und ist natürlich jetzt sehr zerknittert, weil ich es in meine Handtasche gestopft hat, nachdem ich mich umgezogen habe im Disneyland. Aber sehr schönes Kleid. Und als zweites, was ich wahrscheinlich zu Mickeys Not-So-Scary Halloween-Party anziehen werde, ist das hier. Das ist ein Kleid mit den Mickey-Geistern. Und ich habe ja dazu die passenden Ohren und eigentlich auch den passenden Rucksack. Aber den Rucksack werde ich nicht mit nach Orlando nehmen, weil platztechnisch. Aber es gibt tatsächlich auch schon, habe ich gesehen, jetzt eine Umhänge-Geistertasche. Vielleicht wird die irgendwann bei mir ein... Ich bin ja eher der Umhängetasche-Fan als der Rucksack-Fan. Und wenn ich dann eine Umhängetasche habe für Halloween, würde ich tatsächlich den Loungefly dann auch wahrscheinlich verkaufen, weil die mir alle zu klein sind. Aber mal sehen. Die Ohren habe ich auf jeden Fall dazu. Die kommen auch mit zu dem Outfit. Und dann habe ich das perfekte Not-So-Scary-Halloween-Party-Outfit für Magic Kingdom. Ja, ich würde mich nicht verkleiden oder so. Und das ist super schön. Finde ich mega. Ja, und das war's. Das war mein August-Haul. Wie gesagt, der August ist ja noch nicht vorbei, aber da es auch nächsten Monat früher einen Cut gibt, weil ab 24. September sind wir ja in Orlando und da wird es einen separaten Haul geben. Das heißt, bis 24. September, ein bisschen früher, ich muss ja den Haul noch filmen, wird es dann auch einen Cut geben. Und der Haul wird dann wahrscheinlich hochgeladen, während ich dann in Orlando bin. Ja. Aber es wird ein paar Sachen mehr dazukommen, aber wird auch wahrscheinlich wieder nicht der längste Haul sein. Ja. Gerne unten kommentieren, was euch am besten gefallen hat von den ganzen Sachen. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Wochenende in aller Frische wieder im Disneyland Paris. Und bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!